Hallo, ich bin's wieder, euer Mario. Dreimal dürft ihr raten, wo ich gerade bin. Ja, ihr habt es wahrscheinlich schon längst erkannt. Ich bin beim ATP-Turnier in Kitzbühel. Ich habe mir gedacht, ich mache mal einen kleinen Vlog, wo ich ein bisschen über das Turnier berichte, über die Spieler und ja, wie sie trainieren. Und ich hoffe, euch gefällt's. Da würde ich sagen, schauen wir mal gleich zum Raster. Viel Spaß! Ja, also hier haben wir Pablo Cuevas an der 1 gesetzt, ein starker Sandplatzspieler aus Uruguay. Fabio Fognini, den Italiener, an 2 gesetzt. Und ja, insgesamt finde ich den Raster ziemlich ausgeglichen. Also es ist wirklich sehr schwer, da einen Turnierfavoriten festzulegen. Von den Deutschen her Tommy Haas gegen Jan-Lennard Struff. Von der Partie habe ich ein bisschen was aufgenommen, da kann ich euch später noch etwas mehr erzählen. Ansonsten Matra hat verloren gegen Lajovic. Matra habe ich auch in der Qualifikation gesehen. Hat eine knallharte Rückhand, auch einen sehr guten Aufschlag, sehr jung, also von dem her mal möglicherweise in Zukunft noch einiges mehr. Die Partie von Philipp Kohlschreiber habe ich auch ein bisschen was aufgenommen, da erzähle ich euch auch ein bisschen später noch mehr. Ja, von den Österreichern her hat mich Sebastian Ofner sehr, sehr positiv überrascht. Er spielt da auf einem wirklich sehr hohen Niveau, hat einen sehr guten Aufschlag. Auf der Grundlinie ist er auch super mitgegangen gegen Basilashvili, hat sich da den ersten Satz geholt und dann hat Basilashvili im zweiten Satz aufgegeben wegen einer Hüftverletzung. Und ja, Gerald Melzer hat sich auch durchgesetzt, aber dazu möchte ich euch auch später noch gerne etwas mehr erzählen. Was mir hier sehr gut gefällt, ist, dass man sehr nah an den Spielern dran ist. Es gibt hier zwei Trainingscourts mitten in der Anlage, wo man den Spielern sehr gut beim Training zuschauen kann. Und ja, da würde ich sagen, schauen wir mal, wer gerade trainiert. Ja, jetzt gerade Gilles Simon, Trainingsplatz, der Franzose, mit einer klassischen 1-Plus-Übung. Bei der Übung lässt man den Spieler aufschlagen und gibt ihm dann noch einen zweiten Ball, damit er eben die Bewegung zum zweiten Ball übt und den zweiten Ball halt dann richtig angehen kann. Hier haben wir den Portugiesen João Sousa mit einem Vorhanddrill. Zuerst nur Vorhand Cross und dann Inside Out. Und dann spielt ihm der Trainer noch ein paar Bälle, sodass er in Bedrängnis ist, sodass er auch trainiert, den Ball in Bedrängnis zu platzieren. So. Zu den Matches. Hier haben wir ein paar Ballwechsel aus dem Match Philipp Kohlschreiber gegen Facundo Bagnis. Kohlschreiber ein Spieler mit sehr guten Grundschlägen, sehr schöner Technik und ja, hat hier sehr solide das Match gespielt, bis auf einen kleinen Hänger im zweiten Satz, der ist auch ein bisschen defensiv geworden, aber im Grunde verdient gewonnen. Bei Facundo Bagnis hat man immer gesehen, dass er zwar ganz passable Grundschläge, aber hat hier immer am Limit gespielt und Philipp Kohlschreiber hatte zumindest, hat man das immer im Gefühl gehabt, dass er die Partie unter Kontrolle hat und hat hier auch verdient sich den Sieg geholt. Jetzt das Match Tommy Haas gegen Jan-Lennard Struff. Tommy Haas mit seinem letzten Match hier in Kitzbühel hat hier eine Wildcard bekommen und wird hier vom Publikum sehr stark unterstützt. Aber Jan-Lennard Struff lässt ihn vom Anfang an nicht viele Chancen zu, denn er spielt sehr, sehr aggressiv. Tommy Haas hat sehr Probleme mit seiner Rückhand, vor allem mit dem Rückhand-Return. Das macht der Jan-Lennard Struff sehr gut, spielt ihm sehr oft auf die Rückhand. Mit sehr hohem Kick, auch mit zweiten Aufschlag, sehr hoher Kick, wo der Tommy
Haas immer wieder Probleme hat. Phasenweise hatte man sogar schon das Gefühl, dass Jan-Lennard Struff fast zu schnell spielt für ihn. Ja, insgesamt hat das Jan-Lennard Struff sehr solide runtergespielt, ist immer aggressiv geblieben, also deswegen hat er meiner Meinung nach auch verdient gewonnen. Zum Abschluss noch ein paar Ballwechsel vom Match Gerald Metzer gegen Carlos Berlock. Gerald Metzer kann ja auf einem unglaublich hohen Niveau spielen, wenn er es schafft, die in der Partie durchgehend aggressiv zu spielen und sich traut, auf die Bälle drauf zu gehen. Man hat es ja auch gesehen im Match gegen Andy Murray Anfang des Jahres, dass er da richtig gut spielen kann, hat das Match ganz knapp verloren. Und hier hat er aber wieder gezeigt, was er drauf hat. Hat hier wirklich von Anfang an sehr aggressiv gespielt. Außer eben im zweiten Satz, wo er dann ein paar Eigenfehler mit Break gemacht hat. Da ist er dann die zwei Games darauf, war er unglaublich defensiv. Hat er die zwei Spiele verloren, leider zum 7-5 im zweiten Satz. Hat den zweiten Satz dadurch verloren. Aber wie gesagt, ansonsten das ganze Match wirklich super gespielt, sehr aggressiv und ja, das macht Freude auf mehr. Bei dir auf jeden Fall sehr verdient gewonnen und war echt super zum Zuschauen mit tollen Ballwechseln. Und ich freue mich sehr für ihn, dass er da die zweite Runde erreicht hat. Ich hoffe, dass euch dieser Vlog bis dahin ganz gut gefallen hat. Ist vielleicht mal etwas Neues. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, was ich vielleicht verbessern hätte können, was ihr vielleicht noch sehen möchtet, falls ich mal wieder bei einem Turnier bin und einen Vlog mache. Ansonsten hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, hoffe, dass ihr auch für euch etwas mitnehmen konntet und dann wünsche ich euch natürlich viel Spaß bei eurem Tennistraining und wir sehen uns am Platz. Ciao! Wir verabschieden uns von Carlos Berlock und begrüßen in der nächsten Runde Gerald Metzer.